So, ich muss gerade mal gucken, was die Ereignisliste nochmal sagte. Jäger verlegen nach Nordamerika in 3 Tagen, verbesserte Pistole in 4 Tagen und der Rest ist einfach nur so Krimskrams. Firestorm ist in 13 Tagen fertig. Da gucke ich gerade mal ganz kurz mal, wer wo ist. Wir haben hier 2. Du bist dann repariert. 3 Tage später bist du denn da. Alles klar. Ja, das wird so passen. Wir... Ah, ne, warte mal ganz kurz. Kaserne, ist jemand Wichtiges verletzt, bevor ich die Gollop-Connor starte? Nein, Helen Harris ist für 6 Tage noch im C-Test. Das ist okay für mich. Oh, dich kann ich befördern. Stimmt, die erste Fähigkeit. Soldat, Begleitschaden für den Mech-Piloten. Alles klar? Wir starten also die Gollop-Connor. Ich bin gespannt. Es ist offensichtlich, dass das außerirdische Gerät nicht auf physische Interaktion reagiert. Oh. Ein Soldat mit ausreichend psionischen Fähigkeiten könnte es vielleicht jedoch aktivieren. Ich verstehe. Wie sieht es denn aus mit den psionischen Fähigkeiten? Wir haben doch immer die schwere Dame dabei gehabt, der hätte schon 2 Mal was nützen können, aber wahrscheinlich noch nicht oft genug. Okay, dann werde ich weiter nach Aktivitäten scannen und meine psionische Dame etwas schulen. Transfer abgeschlossen. Sehr gut. Was haben wir denn? Verbesserte Pistole 3 ist abgeschlossen. Okay, Start ist bereit, der mit 4. Moment. Ich muss kurz mal gucken, ob das alles irgendwie so hinhaut. Genau, du bist in 10 Tagen da, du bist hier fertig, der Raven ist dann irgendwann obsolet. Wir brauchen in Asien noch einen Dämmen, der wird gerade gebaut, alles klar. Ja, dann müssen wir weiter gucken. Was jetzt? Ach, das erste Schiff! Stimmt. So. Neue Projekte, später mal. Wir brauchen weitere Aktivitäten. Einem C-Test folgt abgeschlossen. Ergebnisse anzeigen. Keine Gabe von Helles. Okay, dann. Müssen wir wichtigere Leute in das Ziellabor mal schicken, offensichtlich. Und wir schicken. Nakajima ist schon Mech-Kämpfer, das ist Quatsch. Frau Sinchenko schicken wir mal rein. Ach, haben wir schon reingeschickt, okay. Dann schick mal Frau Jakobsen rein. Frau Ramirez rein. Und ja, dich lassen wir kurz mal draußen. Ich habe nämlich schon. Und den weiteren Stürmer schicken wir auch nochmal rein. Dann haben wir 3 Leute, dauert 10 Tage. Und wir machen weiter. Kontakt entdeckt. Aha, natürlich Nordamerika. Diesmal aber die USA scheinbar. Wir starten den. Dämmen 9. Komm mal, du bist ganz neu. Schick mal hoch mit der Fusionslanze. Ich hab vielleicht mal gucken sollen, was für eine Größe das Ding hat, aber das werden wir gleich sehen wahrscheinlich. Wir haben Sichtkontakt zum Feind. Na dann, los geht's. Mal ein kleineres. Ja, ein Schuss, wurde leicht beschädigt. Kein Problem. Wunderbar, wir schicken den Skyranger los. Wir haben einen Ätherer, wir haben Elite-Mutoren, wir haben 7 Leute nur. Schreibe ich kurz mal auf. 7. Ein schwerer Schweber, die nerven mich ja tierisch. Ein Muton Berserker, Elite-Muton, also eigentlich nur der Ätherer das Schlimmste. Oder ein Muton, die Elite-Muton ist auch ein bisschen nervig. So, wen schickt man denn los? Wir haben Nakajima als Mech dabei. Wir haben Herrn Berg als Mech dabei. 2 Mechs, weiß ich nicht. Frau Durand ist unsere schwere Dame, das ist in Ordnung. Machen wir diesmal weniger Scharfschützen. Und dafür vielleicht noch ein Psioniker damit rein. Oh, du bist ein Psioniker. Gut, dann nehme ich mal Pela rein, aber ist die Frage ist, solltest du dann Psi-Fähigkeiten, ja, das, was sonst, solltest du dann dein Dings nehmen? Eher nicht, weil du kriegst mal eine Erzengelrüstung zum Fliegen. Du kriegst nicht ein Präzisionsgewehr, sondern du kriegst ein Präzisionsgewehr. Leider haben wir nichts anderes. Ein Plasma-Präzisionsgewehr. Und eine Plasma-Pistole. Die Alien-Granaten. Ne, dann nimm lieber mal ein Medkit und eine Nanofaserweste. Dann haben wir unsere 2 Scharfschützen. Von Papier natürlich der schlechtere ist, muss ich schon mal so sagen. Frau Sinchenko ist dabei als Unterstützung. Ich würde ungern 2 Mechs reinnehmen. Das ist Quatsch. Captain Berg kann ich ruhig mit 3 nehmen. Oder den anderen mal. Ach komm, das ist ein relativ leichter Kampf aus meiner Sicht. Nehmen wir doch einfach mal den anderen Mech-Kämpfer. Wo ist er denn? Nicht der Berg, nicht der Nakajima. Hier, Daniel Hughes. Bearbeiten.
Deine Waffen hätte ich gern, weil du kriegst nicht... Ach doch, du hast einen Hüter. Stabilität kann der Mech einen vollwertigen Granatwerfer tragen. Mhm. Der Granaten auf weit entfernte Ziele abfeuern kann. Aber du bist noch nicht voll ausgebaut. Das ist natürlich schlecht. Es wäre günstiger, wenn du, verdammt, wir müssen erstmal Nakajima oder so aus dem, oder Herrn Dark aus dem Mech rausholen. Einmal bearbeiten. Bewaffnung, du kriegst mal erstmal den Standardkram, dann hier deine normale Minigun. Genau. Oh, ein schwarzes sieht auch geil aus. Bewaffnung, du kriegst den Paladin, dann die Partikelkanone, das war, glaube ich, das Beste, genau. Damit du nämlich auch ein bisschen mal hochkommen kannst in deinen Rängen. So, dann haben wir dich. Du gehst weg. Und ich würde gerne noch einen zweiten schweren vielleicht dazu nehmen. Du bist drin, ich bin ein Psioniker, oder ein Stürmerin, komm. Oder ein Stürmer. Warum eigentlich nicht? Auch du solltest aber eine bessere Rüstung bekommen, eine Titanrüstung. Dann kein Streulaser, sondern eine Legierungskanone natürlich. Für die Pistole kriegst du eine Laserpistole. Granate, hast du schon eine Alien-Granate und du kriegst noch einen Pulsbogen. Warum eigentlich nicht? Vielleicht kann ich einen Älterer gefangen nehmen. Ja, und ich denke, das wird so hinhauen. Ärgerlich. Hat er eigentlich gehofft, dass ich jetzt mit der Golob-Kanone starten könnte. Mit der Golob-Kammer, meine ich. Und erneut nach Nordamerika. Ach, guck mal, der neue Status bereit. Freut mich, wir repariert worden. Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten Sie sich hoffentlich fern. Ja. Der Auftrag ist der übliche. Wir sollen Merkelister einsammeln, wir sollen möglichst wenig Schäden anrichten. Wir sollen... Da musst du denn weg? Ja, genau. Wir sollen alle Widerstand ausschalten und so weiter und so fort. Markierung erreicht. Nähern uns der Absturzstelle. Einsatzteam erwartet Ihre Befehle. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis, feindliche Ziele an der Absturzstelle anzugreifen. Ach, das erste Merkelister schon mal, das ist ganz gut. Ja, dann gehst du mal Feldposten. So, Bapela. Du rennst bitte auch mal bis ganz vorne. Da wir von hier noch nicht sehen können, ist das gar nicht mal so schlimm. Du rennst ebenfalls. Warte mal. Move into position. Geh mal hier hin und wir gucken gerade mal, wie weit sich die Karte nach links und rechts so ausdehnt. Links ist es schon ein gutes Stück. Da würde ich doch gerade mal da mal so einen Gefechtskeller hinwerfen. Da so in das Tal rein, falls sich da irgendwer aufhält. Scanners online. Okay, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. In Ordnung. Du wiederum. Ja, gehst du bis da vorne hin. Da sich ja hier scheinbar nicht viel aufhält. Du rennst aber mal ganz aggressiv nach vorne. Das ist ärgerlich, dass wir erstmal die ganzen Leute hier auf Psi-Fähigkeiten ein bisschen hochrüsten müssen, damit sie einen sinnvollen Beitrag leisten. Aber gut. So, in der ersten Runde dürfte noch nicht viel passieren, außer dass vielleicht irgendwas hören. Okay. Move, move, move. Du rennst bitte mal nach vorne. Contact. Ah, da mal Leute. Die Mutons. Zwei von ihnen. Mal gucken, ob wir es in drei Runden wegkriegen. Ich denke mal schon. Solovyov, du kannst ja schon mal dich A mal in Deckung begeben. Genau. Und da mal einen guten Schuss liefern. 95% ist doch schon eine ganz gute Idee. Uh, 17er Schaden. Sehr angenehm. Kommst du gleich näher. Oh, Nahkampfspezialist. Ärgerlich. Legierungskanone im Nahkampf. Da kannst du gerne näher kommen. Okay. Frau Durand kann, du könntest bis da vorne hingehen. Kannst du da den Herrn da hinten sehen? Ja, das sieht gut aus. 31% ist nicht viel, vielleicht kannst du die Deckung kaputt machen. Na, ist leider nicht der Fall. Ja, das wird sich zeigen. Gut,
Vielleicht du mit deinem Plasmagewehr? Warte mal, wie groß ist denn die Trefferwahrscheinlichkeit? 68%, das wäre eine Idee. Oder ich werfe mit der Granate eine Deckung kaputt und auch dich damit. Und kann ich dann wesentlich besser treffen. Ich komme leider nicht nah genug ran, um dich auch zu treffen, aber egal. Deckung ist kaputt. So, jetzt solltest du mal ganz gut sehen können, nicht wahr? Hallo? So, vielleicht kriegst du auch schon den ersten Kill. 58% ist relativ wenig. Und mit einem Kill steigt deine Wahrscheinlichkeit, dass du befördert wirst. Sehr, sehr schön. So, du gehst mal dahin, da kannst du in der nächsten Runde gleich mal das Ding hier aufgreifen. Da haben wir schon mal 2 von 5. Ich mach grad mal 2 Striche. 1, 2. Wir hören ein... Wir wissen nur nicht von wo. Gut, Punkt 1. Nimm mir den Kanister. Sehr gut, dann renn bis dahin. Oh, das war vielleicht nicht so gut. Wird bei Peter gleich merken. Okay, dann renn du doch schon mal da hinten hin. Mit deiner wundervollen Legierungskanone. Oh, na gut, das war jetzt ein bisschen kritisch. Okay, wie kann man das günstig regeln? Kannst du von hier aus schon irgendwas sehen, Solovyov? Leider nicht. Okay, dann gehen wir auf Feldposten. Vielleicht bewegt sich jemand in deiner Nähe. Das wäre doch ganz nett. Kann ich da drüben Aliens, du musst am besten versuchen, hier oben irgendwas zu reißen. Ja, du siehst was. Sehr gut. Wen? Dich mit 41%. Das ist nicht viel. Kann man dir wieder eine Granate zuwerfen? Ich kriege immer gerade so die Deckung weg. Das ist, ja, komm. Müssen wir machen. Die Deckung muss weg. Werfergranate. Und sehr schön. In Ordnung. Du dürfst doch mal jemanden sehen können jetzt. Genau, stell dich mal hier hin. Und gib ihm ordentlich. Du siehst wahrscheinlich sogar beide. So, 51% oder 28%. Du kannst doch wirklich nicht besonders gut treffen, das muss ich leider mal sagen. Triffst aber trotzdem, das freut mich sehr. In Ordnung. Du rennst bitte mal davor und kannst hoffentlich den Rest noch geben. Ja, kannst du. 100%, das ist sehr gut. Das wäre das. Dann wäre nur der Ätherer, der jetzt Stress macht, und die drei anderen hier. Und es dürften auch schon alle gewesen sein. Okay, Feldposten ist in Ordnung für mich. Und du kannst auch jemanden schießen, offenbar. Okay, du wirst niedergehalten mit der Legierungskanone. Der Ältere, was macht der mit seinen verdammten 20 Lebenspunkten? Er fängt an, jemanden zu kontrollieren, nicht wahr? Ja, den Evans. Das ist schlecht. Weil der könnte recht gefährlich werden, wenn ich ehrlich bin. Warte mal. Mein lieber Mac, wen siehst du denn? Du siehst ihn, das ist schön, aber das will ich nicht. Du siehst auch noch ihn mit 33%. Okay, dann geh doch bitte mal noch ein bisschen näher ran, damit du ihn besser triffst, der verdammten Ätherer. Ach ja. Ja, natürlich trifft er auch noch mit seinen Feldposten. Verdammte Axt. Okay, aber wir können trotzdem schießen. 45% auf dich. Ja, komm, dann muss es sein. Der Ältere wird andere zurück. Shit. Das wird nicht so geil. Okay, kannst du den Ältere vielleicht irgendwie ausschalten mit deinem Präzisionsschuss? Das wäre sehr gut. Oder mehr ausschalten. Du triffst auf jeden Fall. Und wirfst wenig Schaden zurück. Und doppelte Portion. Sehr gut. Dann werde ich... ...80% auf dich. Oh, das ist gar nicht mal schlecht. Dann gib ihm mal. Achso, ist der Ältere schon gestorben? Moment. Der Ältere ist gestorben. Das war ein Treffer. Ein guter Treffer. Ein kritischer Treffer. Okay, das habe ich nicht registriert. Gut, du kannst
Das heißt, er ist wieder frei. Du kannst ihn auf jeden Fall abknallen. 100%. Sehr gut. Dann haben wir die, das Spiel mehr oder weniger gewonnen. Weil so viel andere... Warte mal, du kannst noch schießen da hinten. Vielleicht kann man dich ja irgendwie sehen von da aus. Also von hier aus. Ja, sieht gut aus. 51%. Ich komme da nicht dazu, so richtig Psychkräfte einzusetzen. Das ist ärgerlich. Meilenweit daneben. Ja, das stimmt wohl. Wo ist denn der zweite Kanister? Ach, da hinten ist der zweite Kanister. Ja gut, da müssen wir erstmal noch nicht rennen. Hier ist alles kaputt, deswegen gehst du erstmal da rein. Vielleicht können wir doch noch eine Psychkraft einsetzen, das wäre aber nicht schlecht. Aber ich gehe davon aus, dass sie nicht näher kommen werden hier. Beide schießen einmal. Shit, wenn der jetzt nochmal auf den Mac trifft, dann ist er weg. Tut aber nicht. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, Psychkräfte einzusetzen, wenn ich das richtig sehe. Bapela. Geh doch mal. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Du bist nicht Bapela, aber ist egal. Durar, geh doch etwas näher ran. Und genau, triff ihn bitte mal. Das wären 5. Genau. Scotch, du gehst mal eben hier raus. Und bringst ihn natürlich um. Sehr schön. Du hast nichts mehr Relevantes. Dann geh doch mal. Ja, ist egal. Nimm heilen Nebel für dich. Brauchst nicht mehr reparieren. Brauchst nicht mehr aufmunitionieren, meine ich. Du sollst aber nur den nächsten Angriff überleben. Gut. Bapela, kannst du ihn treffen? Kannst du. 100%? Dann bitte. In Ordnung. Und du gibst ihm bitte mal den Rest. Ich hoffe, das reicht übrigens so. Obwohl. Nee, wir machen gerade mal gar nichts. Du gehst einmal in volle Deckung. Ich möchte, dass einer... auch volle Deckung, bitte. Ich möchte, dass einer diesen Typen mit seinen Psy-Kräften tötet. Weil ich hoffe, insbesondere Frau Durand, dass sie dann dementsprechend mal aufsteigt. Pass auf die Flanken auf. Ja, ja. So, Frau Durand, du kannst dich gleich rächen, denke ich mal. Oh Gott, noch Abklingzeit. Shit. Naja, gut, dann, okay. Dann bring ich einfach um. Irgendwie wir hätten erstmal eine Laserpistole oder was draufschießen sollen. Ja. Das ist gelungen, aber, noch hat mir das nicht so geholfen. Ärgert mich gerade. Ah, doch. Man muss sie gar nicht töten. Wunderbar. Erreichter Psy-Rang, Psy-Spezialist. Die Frage ist, sie muss also nicht um die... also warte mal, sie hat jetzt dreimal, glaube ich, die Psy-Fähigkeit eingesetzt. Und das reicht offenbar schon mal. Du bist eine Spezialistin, das freut mich. Psy-Inspiration. Beendet bei allen Verbündeten im Umkreis von 3 Feldern den miesen Trip und Panik. Was? Nochmal. Band bei allen Verbündeten im Umkreis von 3 Feldern den miesen Trip und Panik und stärkt ihre Willenskraft 3 Runden lang um 30. Plus 30. 4 Runden Abklingzeit. Okay, das ist, naja. Und Psy-Panik versetzt das Ziel in der nächsten Runde in Panik, wenn sein Wille gebrochen wird. Funktioniert natürlich nicht bei Robotern. 2 Runden Abklingzeit. Das finde ich ganz nett. Könnte helfen. So, Herr Huge ist für 3 Tage verwundet. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du mal eben befördert werden würdest. Wahrscheinlich bei 3 Kills. Naja. Wir machen weiter. Haben wir in der Golem kommen jetzt jemanden? Immer noch keinen. Gut, dann müssen wir weiter warten auf den nächsten Einsatz. Und Frau Durand nochmal einsetzen und Herrn Bapela vielleicht auch nochmal. Huge ist im Dienst zurück, das freut mich sehr. Der Firestorm ist abgeschlossen, das ist auch cool. Das heißt nämlich, dass wir dich kurz mal umrüsten können. Du brauchst nämlich noch den... nicht transferieren. Nein. Du brauchst eine neue Waffe, und zwar die Fusionslanze. Genau, das kann man bestätigen. Und du mit deiner Fusionslanze, also Demon 8, wird transferiert. Nordamerika ist voll, Südamerika ist voll. Asien braucht man deinen, die Demon. Und dann sind wir eigentlich komplett. Es sei denn, wir fangen irgendwann an, noch einen dritten Demon zu bauen. Naja, mal gucken. So, wir machen weiter. Alles klar. Alles verlegt. Psy-Testfolge abgeschlossen. Keine Gabe. Niemand hat die Gabe für irgendwas. Haben wir überhaupt noch jemanden, den wir hinzufügen könnten? Außer Solovyov. Den ich nicht für 10 Tage irgendwo reinstecken möchte. Nein. Ja, dann bleiben wir erstmal dabei.
und warten auf das nächste UFO, was wir abschießen können. Okay, du willst zwei Nanowesten haben. Das ist, denke ich mal, okay für drei Ingenieure. Habe ich schon lange nicht mehr gebaut. Nanowesten. Wo haben wir die denn? Nanofaserwesten, da war sie doch gerade. Hier, vier Stück haben wir. Wir brauchen gerade mal 20 Paragraphen dafür. Auftrag erteilen, dann gehen wir ins Lagezentrum, offener Auftrag und endlich können wir einen Auftrag erfüllen. Hier, 480 Stunden haben wir zwar übrig, aber kannst du direkt haben für drei Ingenieure. Bitteschön, für wen ist es eigentlich gerade? Für Australien. Gern geschehen. Und wir machen weiter. Wir sind gerade so ein bisschen in so einem Loch, weil wir einfach nur warten müssen. Oder warten können. Der Ratsbericht ist in 5 Tagen. Aliens terrorisieren Berlin, das kann ich so nicht akzeptieren. Schwierigkeit des Einsatzes ist sehr schwer. Ah, da würde ich aber schon ganz gerne ein paar bessere Leute dazu haben, dazu nehmen. Und es tut mir leid, Huge, du bist nicht der Bessere. Da müssen wir Nakajima nehmen, weil es halt ein sehr schwerer Einsatz ist. Duran als Schwere nehme ich gerne dazu, das passt schon. Für Bapela nehme ich aber wieder Frau Jakobsen dazu, die so gleich mit der richtigen Waffe ausgestattet wird. Titanrüstung ist gut, das Präzisionsgewehr... Ja, ach, verdammt. Wir müssen Bapela kurz mal sein Gewehr wieder abnehmen. Du bist das, genau. Dann kriegst du das bessere Gewehr natürlich. Die Pistole ist in Ordnung aus meiner Sicht. Scotch ist gut. Lauter Colonels hier, außer Duran, die nur Lieutenant ist. In Anführungsstrichen nur. Ich denke, das ist eine gute Aufstellung. Los geht's. Ach, ich habe vergessen, den Wecker herzustellen. Ich wollte noch einen weiteren Wecker erstellen. Ich beginne den Eingriff. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Wir haben zivile Funksprüche abgefangen, wonach die Aliens in einem städtischen Wohngebiet aktiv sind. Wir müssen schnell handeln, um weitere Opfer zu verhindern. Alles klar. Finden Sie Zivilisten für die Evakuierung, minimieren Sie zivile Verluste und schalten Sie alle Gegner aus. Mal gucken, ob wir da noch ein paar Psi-Fähigkeiten einsetzen können. Das wäre doch sehr angenehm. Irgendwie ist übrigens immer in der Nähe der deutschen Grenze. Ich habe das Gefühl, Deutschland ist ein reines Grenzland. Klar, Deutschland ist in der Mitte von Europa, hat sehr, sehr viele Anrainerstaaten. Aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie wie Venezuela oder sowas. Ist also so ein relativ langes Schlauchstück. Bestätige Signalempfang. Einsatzteam befindet sich in der Nähe des Terrororts. Bitte bestätigen. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat grünes Licht. Der Schutz dieser Zivilisten hat höchste Priorität. Alles klar. Dann holen wir uns schon mal gleich zwei davon. Da sehe ich einen weiteren. Wie sieht es eigentlich aus? Nach rechts müsste man noch gehen. Das machst du bitte gerade mal, Solovyov. Wie haben wir denn? 16. 3 davon haben wir schon gerettet. Okay, machen wir ein bisschen mehr Zivilistenrettung jetzt mal gerade. Letztes Mal ist ja nicht so gut gelungen. Es wäre schön, wenn du dann wenigstens... Ist das auch wirklich sicher? ...decken würdest. Oder warte mal... Deckung machen wir später. Wir gehen erstmal hier hin. Okay. Wo befinden sich denn weitere Zivilisten, ist die Frage. Ein bisschen zusammenbleiben würde ich nämlich schon ganz gerne. Das heißt nämlich, du gehst hier hin. Da wäre es eigentlich besser gewesen. Und gehst immer eben auf Feldposten. Okay. Du gehst da vorne in die Mitte direkt. Und gehst ebenfalls auf Feldposten. Und wir haben noch die gute alte Frau Jakobsen, die bis hier vorne hin rennt. So, ihr lieben Aliens, zeigt euch doch mal. Okay, einer ist verloren. Wir hören von da hinten etwas. Oh, das kann ja interessant werden. So, dann schleich dir mal vor, du gehst mal kurz um die Ecke und schaust mal nach, nicht wahr? Neue Position. Oh, da haben wir schon 3 Leute gleich gesehen. Ach, kommst gleich raus. Nett von dir. Ohohoho. Der ist natürlich ein Problem. Und direkt auf Feldposten und noch 2 kleine. Alter Schwede. Jetzt weiß ich, warum die Mission sehr schwer ist. In Ordnung, ja, ich weiß, dass ich 100%ig treffen werde. Ja, komm. 100% ist sehr gut. Leider nur 9 Schaden. Kein kritischer Treffer. Ärgert mich. Ja, Frau Jakobsen, dazu kommen wir gleich.
Nimm mir doch erstmal dich. Ich habe das Gefühl, dass ich dich sehr gut treffen könnte mit einem Präzisionsschuss. Alles klar. Das wäre der. Ich freue mich sehr, dass es klappt hat. Und der andere könnte eventuell, kann nicht getötet werden. Schade. War aber trotzdem nicht verkehrt. Gut, der Mac wird leider ein bisschen Probleme gleich bekommen. Erstmal gehst du dahin. Los, auf zum Schiff. Holst du diesen Herren, dann gehst du bitte mal auf Feldposten. Ich habe das Gefühl, dass es bald wichtig wird. Du mit deinem Plasmagewehr, genau. Könntest du dich bitte da hinstellen und den Typen noch abknallen? Dankeschön. So, dann hätten wir das. Wer bist denn du? Frau Jakobsen. Auf dem Weg. Kannst du den Großen schon sehen? Ja, du kannst drei Leute sehen. Okay, dann nimm mal was von den Großen, bitte. 62%. Ja, besser als nichts, ne? Nun. Ziel steht noch. Aber eben auch nicht so gut, nicht wahr? Und du mit deiner Legierungskanone. Wir müssen erstmal den Großen hier ausschalten. Was anderes bringt es hier erstmal nicht. Das muss man schon mal ganz klar sagen. Renn schon mal. Ja. Renn rein. Wir kriegen eh gleich zwei Schüsse ab und es wird nicht geil. So, einmal 10 Schaden. Bitte nicht nochmal treffen. Achso, Feldposten, natürlich. Shit. Shit. Oh Gott, das könnte natürlich einen Tod bedeuten. Das war nicht clever von mir. Und? Bist du... Colonel Evans wurde getötet. Shit. Ich hasse diesen Großen. Ich hasse sie wirklich. Ja, daneben. Immerhin das. Okay, wenn noch jemand anders getötet wird, außer Evans, den ich sehr liebe. Ja, ja. Ich töte jetzt die Zivilisten, klar, kann ich jetzt nicht regeln. Ich hätte die Kleinen auch abknallen können, aber okay. Wenn jetzt noch anders getötet wird, dann starte ich die Mission neu, aber wir haben schon den nächsten tragischen Verlust. Geh mal näher ran. Du kannst wirklich niemanden sehen, das ist dein verdammter Ernst. Dann, ja, mach Feldposten. Vielleicht kannst du einen der Kleinen abknallen dann später. Mit deinem Plasmawerfer. Kannst du hier überhaupt nichts ausrichten. Du kannst auch nicht von oben schießen. Das ist mal denkbar beknackt gerade. Dann renn schon mal dahin. Mhm. So. Du solltest ihn aber hier sehen können. Ernsthaft. Der ist so groß, wie kannst du ihn nicht sehen, ist die Frage. Okay, dann renn mal vorbei, bitte. Ach, wieder Feldposten natürlich, weil der immer im Feldposten ist. Und wahrscheinlich auch noch trifft. Nee, trifft. Doch, trifft wirklich. Alter Schwede. Gut, du kannst ihn auf jeden Fall sehen. 97% auf den Kleinen. Nochmal 97% auf den Kleinen. Dann... Ja gut, dann mach sie klar. Der macht. Komm, du kannst doch nochmal... Ja, ja, du kannst nochmal schießen. Meine Munition zielt aus. Erledigt. Okay, du kannst auf jeden Fall treffen. Und du triffst. Immerhin 5 Punkte Schaden. Da sind es ja nur noch 20. Ja, zweimal nicht. 62% ist immer nicht deine Chance. Unter 80% ist fast schon nie deine Chance. Aber dann kommen wir zwei andere. Natürlich, Chrysaliden. So viel Spaß muss sein. Und es geht auf Frau Jakobsen offenbar, weil sie gelb umrandet ist. Kriegt 11 Schaden. Meine Güte. Na komm, was zieht ihr denn noch ab? 3 Mutons? Das ist wirklich eine sehr schwere Mission. Okay, wir haben zumindest schon mal einen Reflexschuss von mir. Okay, immerhin das. Ich bin gerade versucht, die Mission immer neu zu starten, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich bin einfach so reingelaufen, weil die genauso, ich hatte gedacht, die wäre genauso einfach wie die Mission eben, was natürlich nicht der Fall ist. Okay, knall die bitte mal ab.
Aber erst mal gucken, wie es läuft. Vielleicht kriegen wir es ja wirklich ein Wunder auch hin. So. Wie sieht es bei dir aus? Du kannst angreifen, das solltest du auch tun. 92% auf dich. Erstmal 72% auf dich. Du bist ja das Hauptproblem. Weiterhin. Oh, kritischer Treffer, immerhin. Okay, du siehst wie durch ein Wunder wirklich niemanden. Okay. Okay, dann geh doch mal dahin, da solltest du jemanden sehen können, den Chrysalin wenigstens. Ja, ich weiß, dass der Aliens sind, dankeschön. Okay, Psi-Panik ist mir gerade, hilft mir gerade zu wenig, ich muss meine Chrysalin hier ausnocken, sonst wird das hier sehr ärgerlich. Das war für meine Freunde. Ja, ja. Kannst du mit der Granate werfen und bis dahin treffen? Ey, schaffst du es eigentlich nie, die geforderte Entfernung zu werfen? Das wäre schön, wenn du das mal irgendwann schaffen würdest. Okay, ja, du hast eine Partikelkanone, das nützt mir alles überhaupt nichts. Du könntest maximal versuchen, du musst... Okay, renn vorbei. Dann ist nämlich schon mal der Feldposten weg. Auch wenn du jetzt triffst wahrscheinlich, weil du eigentlich immer alles triffst. Oh, diesmal nicht. Den Mac triffst du nicht. Zielt auf meine Position. Ja, in der Tat. Und dann lädst du hier bitte mal nach. Feuerbereit. Was aber die Möglichkeit bietet, dass du dich dahin stellen kannst. Und wenn da Granate dir mal in 6 Schaden verursacht, hier mal reinballerst. Ach, die macht auch nur die Hälfte Schaden. Na, dann ist es nicht so gut gewesen. Ja, dann ist die Chance nicht so gering, dass jemand stirbt von mir. Ein weiterer Zivilist ist vergiftet und wird zu einem Chrysalid natürlich werden. Sie auf den Mech, natürlich. Warum auch nicht? Den trifft er nicht. Der Mech ist offenbar unverwundbar. Vielleicht wollen sich irgendwie mechanische Einheiten nicht gegenseitig angreifen oder treffen. Und der zweite geht auf Frau Sinchenko, wenn es ist, glaube ich. Trifft ebenfalls nicht. Okay, man darf nicht so nah dran sein. Für ihn. Aber es sind noch 2 andere da, oder mindestens 2 andere. Die irgendeinen Zivilisten töten, okay. Glück für mich in Anführungsstrichen und du machst... Schießt auch nicht auf mich, offenbar. Sondern ebenfalls auf einen Zivilisten. Okay. Ja gut, da du jetzt gerade nachgeladen hast, kannst du auch 2 Mal feuern, nicht wahr? 90%ige Trefferchance ist ja auch nicht schlecht. Ein kritischer Treffer. Und das bitte nochmal. 6 Schadenspunkte haben wir nur noch, weil 6 Lebenspunkte. Ach, leider nur 5, aber das müsste so gehen jetzt. In Ordnung. Wen siehst du denn? Frau Jakobsen sieht dich. Ja. Ich wollte die Pistole nehmen können. Aber nein, Frau Jakobsen trifft natürlich nichts. Deswegen ist es vielleicht gar nicht mehr verkehrt, dass du zweimal schießen darfst. 62% trifft natürlich nicht. Ach, du triffst. Die doppelte Portion braucht Frau Jakobsen allein deswegen, damit sie immer überhaupt einmal trifft, wenigstens. So, Solovyov. Es wäre gut, wenn du auch noch jemanden treffen würdest. Vielleicht kannst du dich mal dahin stellen und vielleicht da hinten irgendwas sehen. Das tust du allerdings nicht. Dann gehen wir auf Feldposten. Du siehst jemanden. 71%ige Trefferwahrscheinlichkeit und dann ist er weg. Oder du setzt mal einen miesen Trip ein. Damit du es überhaupt getan hast. Einschüchtern, kommst du näher? Komm näher. Schade, du kommst nicht näher. Gut, und du kannst dich dann dahin stellen und könntest ihn hoffentlich auch treffen. Und damit vielleicht sogar ausschalten. 100%, ja, das sieht gut aus. Okay, könnte es sein, dass es bei Herrn Evans bleibt? Ich habe mich gerade gar nicht um Zivilisten gekümmert, leider.
Wohin willst du denn jetzt? Na, da gibt es eine weitere Zivilistenjagd scheinbar. Ja, der da oben ist noch da, nicht wahr? Oder auch du. Ach nee, du bist ein Zombie. Klar, Zivilisten werden zu Zombies, nicht zu Chrysaliden scheinbar. Du kommst raus. Gehst auf Feldposten, okay. Mit ein bisschen Glück ist also nur ein Chrysalide, ein Dingens, ein Zombie, den wir hier gerade sehen. 12% Trefferchance für den. Ja, es ist auch ein bisschen dumm. Warte mal. Geh doch mal. Ja, warte mal, wir müssen erstmal dich ausschalten, den Zombie, sonst wird das ein Problem werden. 100% bitte. Sehr schön. Genau, dann kann ich nämlich deine Psi-Fähigkeit nochmal einsetzen. Je öfter ich das machen kann, desto besser ist das. Okay, wir gehen dahin. Sehe ich auch deswegen gleich. Versuch dich in Panik zu versetzen. Gut, du hast in Panik, sehr gut. Da müsst ihr schon besser zielen. Ja, ob das besser war, wenn er auf mich schießt, weiß ich nicht. Eher nicht. Gut, und du mit deiner Partikelkanone kannst mal rausrennen und, vielleicht triffst du den Muton, ja? Oder den Chrysaliden, das ist auch in Ordnung für mich. Guck mal, der Chrysaliden ist in der Nähe von dem, von den Zivilisten, deswegen versuch ich mal zu beseitigen vorher. Munition. Ich nehme mal, der Muton nicht verletzte. Ziel neutralisiert. Das ist doch schön. Rücke aus. Kannst du ihn sehen? Leider nicht. Dann heil mal deine Wunde. Dass es wirklich nur bei einem Verlust bleibt. Und, ja, du gehst dahin. Und lädst mal kurz nach. Du wirst bestimmt noch gebrauchen können. So, bist du noch in Panik eigentlich? Ja, du bist noch in Panik. Sehr gut. Sehr gut. Vielleicht kannst du ja sogar noch eine Psi-Fähigkeit einsetzen. Diese hier. Mieser Trip. 100%. Ach, warte mal. Na. Vielleicht kann man aber noch. Stell dich bitte mal dahin und schieß mit der Pistole auf ihn. Nicht töten, nur mit der Pistole bitte. Ja, so ist gut. Dann kannst du nämlich mit miesen Trip töten und vielleicht bringt es einen Bonus bei deiner Erfahrung jetzt. Dass Herr Evans Tod wenigstens irgendwas Positives hatte. Alle Missionsziele erreicht. 12 von 18 Zivilisten gerettet, aber eine XCOM-Kraft verloren. Herr Evans war, glaube ich, auch Colonel. Ärgert mich. Und, aber du bist befördert worden, immerhin das. Also wir können jetzt weitermachen mit der Gollab-Kammer, immerhin das, aber Herr Evans ist gestorben. Nimmt mich leider nicht ganz so sehr mit wie bei Yeti, weil ich ihn wirklich gern gehabt habe. Ich mochte auch Evans, weil er echt gute Arbeit geleistet hat, aber Yeti mochte ich irgendwie ein bisschen mehr, ich weiß nicht warum. Telekinesefeld. Erzeugt ein unbewegliches Telekinesefeld, das auch während des gegnerischen Zuges anhält. Das Feld verzerrt gegnerische Angriffe und gibt so allen Feinden Verbündeten darin plus 40 Verteidigungsbonus. Geil. 4 Runden Abklingzeit, das ist ziemlich cool. Oder Gedankenkontrolle. Sehr schwierige Psi-Technik, die bei erfolgreichem Einsatz 3 Runden lang völlige Kontrolle über das Ziel gewährt. Robotische Einheiten dagegen immun. 5 Runden Abklingzeit. Das ist auch geil. Das ist eigentlich noch besser. Herr Emmels ist gefallen. Colonel ärgert mich. Aber Frau Durand wird auch noch im normalen Rang befördert. Was kann man denn machen? Sprinter. Der Soldat kann sich 3 zusätzliche Felder weit bewegen. Oder Gefahrenzone. Erhöht den Wirkungsbereich von Deckungsfeuer und allen Raketenangriffen um 2 Felder. Da ich halt eine schwere Dame ist. Würde ich ganz gerne natürlich, dass wir den Raketenangriffen haben. Okay. So, in der nächsten Folge. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Ja, werden wir uns der Gollab-Kammer nähern oder widmen. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.